Das wichtigste Element des Marktes ist, man kann es Omnichannel nennen, zumindest der Bereich, in dem mindestens ein digitaler und ein stationärer Touchpoint stattfinden. Also wo der Kunde beide Welten nutzt, digital und stationär. In den ersten beiden Phasen, also wo die Kundin hier im Bild dargestellt sich für das Produkt interessiert oder auch eine Suche startet, da sind die beiden Touchpoints noch gleich verteilt, etwa gleich verteilt zwischen digital und stationär. Der Kauf findet dann im Luxussegment primär im stationären Touchpoint statt. Das ist gut, das ist aber nicht entscheidend. One-Channel, sagte Professor Heinemann, glaube ich. Und der One-Channel ist eben KDW und wir bieten beides an, deswegen ist das nicht entscheidend. Was aber entscheidend ist, ist, dass alle Touchpoints 100% zueinander passen. Dass der Kunde entlang dieser Journey nicht verwirrt wird. Und wenn er verwirrt ist, dann wählt er vielleicht einen anderen Anbieter, weil er sagt, verstehe ich nicht. Wenn die Kunden in der Inspirationsphase hauptsächlich, sagen wir mal, auf Instagram Luxusprodukte sieht und dann auf die Website geht und hauptsächlich Mainstream-Produkte sieht, ist sie mit Sicherheit verwirrt und wird wahrscheinlich die Journey abbrechen und vielleicht bei einem anderen Anbieter neu beginnen. Deswegen ist das Wichtigste, dass wir entlang aller dieser Touchpoints konsistent sind. Wichtig für unseren Markt ist ein extrem schneller Wandel, was die Kundenstruktur angeht. Und eine extrem starke Bedeutung von Millennials und Gen Zs. Wir gehen davon aus, dass wir das mehr als zwei Drittel der Käufe in 2025 von diesen Kundengruppen getätigt werden. Das zweite war, das wichtigste Element in unserer Industrie zumindest, ist das Element, das aus der Kombination von digitalen und stationären Touchpoints besteht. Wie gesagt, wir reden nicht von Multichannel, wir reden nicht von Omnichannel, der Kanal ist KDW, die Touchpoints sind wichtig und da werden sowohl die physischen als auch die digitalen entsprechend genutzt. Und dann ist es halt eben ganz wichtig, dass die Customer Experience entlang all dieser Touchpoints hundertprozentig identisch ist, dass man immer das gleiche Bild von uns als Retail-Marke bekommt. Something you can't tame, 'cause I break the chain.